Manfred Schmidt, eine Niederlage in Posen, die für dich auch viel zu hoch war, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man die Leistung betrachtet meiner Mannschaft, die war über weite Strecken sehr, sehr gut. Wir waren hier in diesem Hexenkessel teilweise spielbestimmend. Der Unterschied war eigentlich die Effizienz von Posen und dass wir die eine oder andere Torschuss einfach zugelassen haben. Das waren für mich ganz klar zwei Punkte, die ausschlaggebend waren. Das war der vergebene Elfmeter in der ersten Hälfte, dann gehst du mit einer Führung in die Pause wahrscheinlich. Und das zweite war natürlich beim 1:2, wie wir uns da anstellen. Das ist halt unmöglich und so kannst du ihn international nicht bestehen. Wie war denn die Stimmung in der Halbzeit nach diesem vergebenen Elfmeter, nach der vergebenen Führung? Na, das war kein Thema, das ist vergessen, das passiert schon mal. Das gibt es auch keinen Vorwurf, aber natürlich wäre es optimal gewesen, mit so einer Führung in die Halbzeit zu gehen, aber ja, passiert. Was sind jetzt, die ersten zwei Gruppenspiele sind vorbei, was sind jetzt für dich die wichtigsten Erkenntnisse? Ja, dass wir absolut mithalten können. Also wir haben jetzt gegen den polnischen Meister gespielt, auch wenn das Ergebnis viel zu hoch war. Dass wir aber doch den einen oder anderen Fehler noch machen, die wir abstellen müssen. Ja, leider ist es nicht das Wunschergebnis und ich denke trotzdem, dass wir noch nicht ausgeschieden sind. Eine Lehre auch, dass auf dem Niveau dann jeder Fehler sofort bestraft wird? Ja, auf jeden Fall, das hat man ja gesehen in den internationalen Spielen bis jetzt und daraus müssen wir lernen. Aber trotzdem, ich sage noch einmal, die spielerische Leistung war wirklich sehr, sehr gut meiner Mannschaft. Jetzt gibt es noch ein Spiel am Sonntag gegen Ried, dann ist einmal dieser erste Zyklus vorbei, dann gibt es in die Länderspielpause. Worauf kommt es jetzt noch an am Sonntag? Ja, dass wir den Fokus ganz klar auf dieses Spiel legen, weil ich glaube, das ist unsere Zukunft, die dürfen wir nicht verspielen. Also es war ein absolutes Highlight-Spiel heute wieder, aber das Wichtige und das ist unsere Zukunft, das ist am Sonntag dieses Spiel zu gewinnen.